Ja, hallo Leute, willkommen zurück bei Project Hell. Ich gehe erstmal nach oben. Ja, oh mein Gott, ich bin sofort unter Verfolgung. Ja, ich konnte das Problem jetzt nicht so richtig gut beheben mit dem Sound, aber ich habe gerade beim Videoabspiel nochmal bemerkt, dass man die Stimme schon noch hören kann. Und dann könnte man das für den kurzen Moment auch da lassen. Erstmal so zur Info, ich habe gar nicht erwartet, dass das Spiel zum Beispiel so viel Text hat. Also, ich meine, ich habe das Spiel selbst gemacht, aber ich habe jetzt vergessen, wie viel das doch zum Spielen ist. Ich denke mal echt, da ist 70% Text. Das sind Wälzer, die man da fucking lesen kann, wenn man möchte. Weil ich spreche das meiste an und so und streck damit scheiße die Spielzeit. Von diesem Toxischleim flüchten wir mal ganz schnell. Ja, das ist zum Beispiel ein mieser. Oh Gott. Ich kotze mal eine Spiel an. Oh mein Gott. Ja, wir können kurz flüchten, dann wird der gelähmt. Ha, keine Zufallskämpfe. Ja, ich kenne das sehr sicherlich, wenn man hinfällt in so Rollenspielen bei Zufallskämpfen, das kotzt einen so dermaßen an. Oh, meine Fresse. Ich werde das dann schnell machen. Also, zur Info. Der Felsen kracht von oben nach unten. Oh fuck, sorry, da war schon wieder meine Mutter. Naja, der Felsen kracht von oben nach unten und zersplittert dabei. Voll cool gemacht, ich weiß. Autsch. Ja, und das ist zum Beispiel ein Fehler des Spiels. Ich habe den Felsen berührt. Und. Ich muss da mal kurz das Problem einblenden. Wenn man den Felsen berührt, verliert man HP. Und wenn die HP alle sind, dann bist du tot. Ist klar. Und das ist sowas wie ein kleines Geschicklichkeitsspiel, wo man echt Plätze beweisen muss. Deswegen spiele ich ja mit Controller, da kann man alles ein bisschen leichter handhaben. Das ist echt so. Hoffe, das kommt überhaupt. So, und um die Truhe dazu bekommen, wo das Eis drin ist, man erkennt seine Kettenkammer, man muss beeilen. Man soll bloß nicht bei dem großen Felsen da stehen bleiben. Also, dann wird man sofort erschlagen und ist instant tot. Nur weil ich Zufall genau in dieser Truhe finde ich eine Speiseeisvanille. Es scheint wohl mein Glückssack zu sein. Jetzt darf ich es nur noch aufessen. Ich hasse es überhaupt nicht, ich sag's ja ehrlich. Moment, Moment, ich hab was vergessen. Nein, ach, das gibt's doch nicht. Ja, eigener Frust im eigenen Spiel. Puhuhu. Gott, das ist ja echt verdammt scheiße knapp. Muss ich. Aber. Hab vergessen, den Schalter zu betätigen. Ich mach mal leise, aber also das ist echt ein fettes Problem. Dieses komische Felsen ist für mich extrem eingeäschert. Ich kann euch nicht die tollen Kommentare zeigen. Nein, es ist ja nicht alles nötig. Ich mach das, was ich tun muss. Und zwar den Schleim hier unten hinlocken. Der Schleim fällt runter. Und als logische Gegenreaktion taucht dort eine Schleimpfütze auf. Dort stecken wir. Das Eis, was wir gefunden haben. Ja, nochmal ansprechen. Wir dippen das Speiseeis-Vanille in die Grütze des giftigen Schleims und rauskommt ein giftiges Speiseeis-Vanille. Oh mein Gott. Erstmal, warum ist ein Speiseeis in der Truhe? Aber das ist wohl unwichtig. Nein, man kann es übrigens auch essen. Ich habe wirklich. Ich sag mal so, es ist billig gemacht, ne? RTP und so. Ich war erstens zu voll für Chips und zweitens hat er irgendwie Stil. Na, immer noch Kosten? Ja, und. Ist billig gemacht, aber. Ich habe viele Nebensachen eingebaut, deswegen ist das cool. Und Gott, oh Gott, irgendwie latschen alle gerade durch mein Haus. Also es gibt zwei Ausgänge dieser Mission. Ich habe einen multiplen Weg gemacht. Entweder kann man den Troll vergiften, oder man kann den Troll das Eis geben und man ist fertig. Im letztes hat den. Fuck, man wird ja regelrecht von den Eltern belästigt. Jetzt, naja. Ist nicht so, dass ich zu laut wäre oder so, aber die brauchen halt immer irgendwie was zum Sagen und müssen im Zimmer stören. Naja. Ich finde auch irgendwie, ich klinge gerade wie so ein Nachrichtenreporter. Ja, egal, wir haben ihn vergiftet, also. Wir machen den zweiten Ausgang und als Belohnung kriegt man ein Nickel mehr, bla bla bla. Sei nicht so gierig und friss nicht aus meiner Hand. Ah, du hast mich vergiftet, wie konntest du nur was tun? Ich könnte jetzt noch einen Moonwalk machen, in wenigen Sekunden, in denen du sterben wirst, aber das wäre doch unmoralisch, oder? Naja, eigentlich ist es nur eine Ausrede dafür, dass ich eigentlich kein Moonwalk kann. Ich werde dich mit in den Tod reißen, du Unmensch. Doll.
Ja, der Kampf geht los und der Wunschtroll ist vergiftet. Das heißt, seine Zauberei kann mich nicht wegpusten. Entgegen der Behauptung. Ah, verdammt, das Gift hat meine ganze MP leer gesaugt. Ein Nebeneffekt, den ich nicht kommen gesehen habe, gerne erwünscht ist. Sprich dein letztes Gebet. Soll ich immer mal sagen. Ja, die Scheiße ist jetzt. Man kann schlecht, kämpfen mit 7 HP. Deswegen regenerieren wir uns. Das ist eh gut. Also ich sag mal so, der Kampf ist kinderleicht und auch ohne bessere Waffe könnte man das schaffen. Also wenn man 7 HP hat, keine Sorge. Das Spiel ist noch nicht draußen, das sage ich dir. Wem sage ich das? Wow, ich brauche sogar mehr als einen Schlag. Wie gesagt, der Kampf wäre unmöglich zu schaffen, wenn man ihn so versucht, gegen ihn zu kämpfen, weil er eine Magie hat und er mit einem Magieschlag wegpustet. Also ein bisschen unterwegs in Düsterburg liked, falls euch das was sagt. Du Feigling! Oh, die Lache war schlecht. Oh, ich lache, schrei. Das war's dann wohl für mich, denn ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich hochkommen soll. Okay, ich hab's. So, das müsste reichen. Ich habe einfach den Dickdarm des Trolls rausdiziert und am Zipfel vom unteren Ende des Seils dran gehangen. Ebenso simpel wie genial. Jetzt kann ich nach oben. Ja, und man wird auch gleich belohnt, unschuldige Trolle von wegen unschuldig zu töten. Indem man... Ja, haha, ein Awesome kriegt. Ich habe, glaube ich, erklärt, was ein Awesome ist, oder? Ja, ich denke schon. Das Problem ist, ich habe nicht bedacht, wie viel man lesen muss. Deswegen ist es scheiße, jemand zweites einzuladen, wisst ihr? Wenn man die ganze Zeit mit Lesen beschäftigt ist, dann... Ich wollte Ina ja erst lesen lassen können, aber... nee. Das lässt mal meine Sache sein. Es ist, ich habe auch keinen Bock, wenn man im Lesen stockt oder so. Ich mache auch keine Sachen hier. Ich lese auch jetzt nicht alles vor, weil verdammt, wie viel Zeit verschwende ich schon an Kommentaren. So, wir holen uns erstmal Sachen, die eigentlich total nötig sind. Kapuze haben wir schon, glaube ich. Ja, das ist das Problem. Ich habe mich mit allen Sachen ausgerüstet, die man als bestmöglichster Spieler haben könnte, wenn man auflevelt und trainiert, um in den ersten richtigen Dungeon zu gehen. Deswegen sind die Sachen total unnötig. Habe ich nicht bedacht, aber was soll's. So geht alles schneller. Und so können wir uns zum Beispiel mal um die Schleimis kümmern. Ja, eine Waffe brauchen wir nicht, aber es wäre wohl besser, nach Story zu gehen. Wir sehen, wir haben 33 Nickel, also fehlen uns noch 2, glaube ich. Ja, die Frage ist, wo habe ich die hingebaut? Ich hab's noch nicht selber vergessen. Na, ich muss nur kurz drauf kommen. 2 Nickel. Wo kann man nochmal 2 Nickel kriegen? Ich weiß schon wo. Oh. Mehr als 2 Nickel. Ach, ich hab den einmal schon angesprochen. Egal, ich kämpfe so lange gegen die Schleimis. Ist ja eigentlich auch egal. Du dreckiger Mensch, wagst es, mich von der Seite an zu quatschen? Blub. Du sollst schleunigst verschwimmen, bevor wir unsere Muskelmasse spielen lassen. Blub, blub. Verschwinden und ignorieren, da bleiben. Was es so wollt. Klar, das wird kein Problem. Wir haben einen großen Kloppermann. Oh, kritischer Treffer. Doch man sieht schon, der Kampf ohne Waffe echt happig. Und deswegen braucht man halt eine Waffe. Und man muss sich voll heilen. Voll heilen kann man sich, wenn man sich im Haus regeneriert. Gott, es gibt so viel zu erzählen. Das Spiel ist sowas von detailgetreu gemacht von mir. Schon fast wie Lufia hier, ey. Noch nicht mal... Oh, mehr Text als Lufia und all dem Kram. Ich zeige euch mal ein nettes Easter Egg erstmal. Man kann nämlich Vincent nerven, für die, die es nicht wissen. Also ich glaube, ich werde die Demo nicht zum Spielen jetzt hier bereitstellen. Ich habe... Es sei denn jetzt, ich werde die... Ich werde die nicht zum Spielen bereitstellen, es sei denn, man fragt mich jetzt, aber... Wer will das Spiel schon spielen? Gucken ist doch viel lustiger. Lass das gefällig sein! Lass das gefällig sein. Ja, er wird uns die ganze Zeit anbrüllen. Bis wir endlich völlig ausflippt. Dann... Das hast du jetzt davon, du hast mich zum Weinen gebracht. Schnief, schnief. Oh Mann, so ein Weichei. Raus! Hey, woher kam das Geräusch? Hier hat doch kein einziges Haus eine Tür. Naja, da oben rechts ist eine Tür. So, die Frage ist jetzt, wo sind diese verfluchten 2 Nickel? Man kriegt Taschengeld von den Eltern, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel gemacht. Gott, immer wieder peinlich. Man kriegt aus diesem Eimer Geld. Man kriegt aus diesem Haus hier Geld. Man kriegt aus dem Brunnen Geld. Moment, ich guck nochmal nach.
Ach, es kostet doch nur 32, ja, ich Idiot. Ja, dann haben wir die Kampfroute. Wir haben eigentlich alles Story-Wichtige gemacht. Die Kampfroute werde ich nicht einsetzen. Wisst ja, wenn man die Waffe hat, leert das die ganze MP. Also kann man sich nicht selbst heilen, während man eine bessere Waffe hat. Fettes Kontra, hä? Ich hab mich jetzt nur ein bisschen gecheatet oder so. Was eigentlich nicht so war. Nicht nur, dass ich mein ganzes Erspartes für einen Stock hingeschmettert habe. Nein! Wenn ich diese Waffe schwinge, fühlt es sich so an, als würden all meine Kräfte dahinschwinden. Ja, nochmal ein Indiz dafür. Tja, gekauft ist gekauft. In den AGB stand nichts von Rücktausch. Hängt über den Opa. Du. Realistische Huste. Ich erstick. Hey, das Schicksal scheint es gut mit mir zu meinen. Und jetzt, um Gottes Willen, seid nicht so naiv und geht weg. Plündert den Typen doch aus. So, das hat der alte Geist keinen davon. Ich fordere meinen rechtmäßigen Tribut zurück. 32 Nickel erhalten. Tja, so leicht geht das. Geld ausgeben, Geld wieder da. Und jetzt 4 Schleimis, das sollte selbst mit der Waffe schwer zu machen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schleimis First Strike haben, also dass die als Erste angreifen, deswegen heile ich mich nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, boah. Ach du Scheiße, ich brauche mehr als eine Stunde für das Spiel. Soll ich mich freuen oder bin ich einfach nur ein fetter Lahmarsch, der sich narzisstisch über sein eigenes Spiel begeistert, für sich sein eigenes Spiel begeistert. Es wird auch gleich mit der Story auch weitergehen. Das ist mein kleiner grüner Kaktus, bekannt aus einem Ärztelied. Warum ich einen besitze, kann ich nicht sagen. Ich habe einfach Spaß an sowas. Das habe ich mal Spaß daran gekritzelt. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll, aber ich hatte so ein inneres Bild vor Augen. Nein, der Platz hat nichts gereicht. Es sollte ein Kreis mit einem Stern werden. Ja. Es beweist immer nur mehr, dass... Spoiler an... Stan Satan ist Spoiler aus. Wo ist die Musik? Ach, die ist nur ein bisschen leiser. Ich habe mein Mikro... Ach, ich habe meinen Lautsprecherboxen leiser gedreht. Ich weiß nicht, ob ich das für den Part jetzt lassen soll und ich den Restpart dann endlich mal wieder Relevantes mache. Aber ich denke mal, ich lasse die letzte Zeit des Parts dafür verschwenden, dass ich die Kommentare lese, also die ich auf dem Friedhof hingeschrieben habe. Eigentlich nur zu Easter Eggs gut, später für eine Nebenquest. Ich mache noch ein Spiel weiter. Keine Angst. Muah, vor ein Friedhof. Mann, ist das ironisch. Naja, ach, das hatten wir ja schon. Mit den Schildern auch. Aha, hier liegen Fake Gods abgenackte Knochen. Ich komme jeden Morgen hier hin, um ihnen Hallo zu sagen. Fake God, ja, ist ein Charakter, den ich noch später im Spiel einbauen werde. Es ist ein Gospelsänger. Eigentlich nennt er sich Dog. Oder er heißt später Dog, nennt sich God und soll eine weitere Parodie auf die Kirche sein. Ich habe mir schon Gedanken gemacht als 15-Jähriger. 15-Jährige sind schon längst keine Kiddies mehr, Leute. Das gehört eindeutig nicht auf einen Friedhof. Okay, das längst... meine ich jetzt nicht ernst. Hier liegen die Opfer des dritten großen Feuersturms, welchen das Dorf ausgesetzt war. Whip. Dabei hat es meine Freundin erwischt. Ach, ich wollte eh mit ihr Schluss machen. Ah, lacht laut und denkt an eure eigene Freundin dabei. Hier liegt Vincent, ein gescheiterter Künstler und Sündiger der Kirche. Na, da haben die schon mal Vorarbeit geleistet. Er kann froh sein, dass sie seine Körperteile nicht einzeln abtrennen und für jeden einzelnen einen Grabstein anfertigen. Es ist dem letzten Sündiger passiert. Er hielt sich für Gott. Fake Gott. Hier liegt Fake Gods Oberkörper. Fake Gott? Die Kirche ist wohl trendy drauf. Hier liegt Fake Gods Unterleib. Das waren mir viel echt nichts ein, Leute. Vor allem dann noch solche peinliche Scheiße wie linkes Eye, rechtes Eye. Oh. Habe ich das überhaupt gemacht? Hier liegt niemand Geringes als... Komisch, die Schrift hört dort auf. Hier liegen übrigens der letzten Insider-Witzes auf Erden. Gott, das war ein Insider. Und Fake Gods Arme und Beine. Tja, haben die da wohl einen vergessen? Nevermind. Oi. Geil, Mann. Blöcki, der Widder, entflohen aus der 5. Dimension jenseits. Auch das war Insider. Oh, 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 14 Minuten. Ich hab's echt geschafft, den Part fast voll zu kriegen. Naja. Also, dann werden wir uns als nächstes mit diesen 4 Schleimis anlegen. Und ich hoffe, ihr guckt auch im nächsten Part wieder und mögt mein Spiel wenigstens ein kleines bisschen. Ich find's gerade echt ein bisschen witzig, aber viel, viel Text. Also, wie gesagt, ich bin sehr schreibwütig und ich schreibe gerne. Aber egal, wir sehen uns.